Hi, Gude. Bist du ein Hesse oder was? Ajo. Ja, ich auch. Wie war noch immer dein Name? Ich bin der Hans-Peter. Ich wollte so gern mal auf den Berg da hochfahren. Können wir machen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, schmeckt scheiße, riecht auch scheiße. Oh. Mich hat's umgerissen. Ruf den Notarzt. Wir sind Patz und Hans-Peter, fahren mit Bobbelball GTA. Hab Emblem in der Hand, gemeinsam ins Burgerland. Weil wir Freunde sind, ja, die beste Freunde sind. Ja. Aber heute seht ihr erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Und hier stand eine, bei dem konntest du das Auto kaufen, ne? Wir könnten uns jetzt hier zum Beispiel diese Mühle leisten. So, dass wir von A nach B kommen. Ich sehe aber auch, guck mal, ein Piaggio, ein Rolle, Faccio 3. Kaufe. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal. So, ich muss jetzt erstmal hier die Steuerung ein bisschen hinkriegen. Einsteige F. Ne. Fahrzeug auf und abschließe. Mit O. Abgeschlossen, sagt er mir. Ich kriege nicht auf, ne? Geht nicht. So, Chat, ich weiß nicht. Bin ich euch ganz ehrlich. Taxi rufen? So. Also, Downtown, Cap und Co. Hallihallihallo. Hi, gute Wie ist der Patze? Ich bin gerade hier, ich wollte nirgendwo. Ich wollte jetzt gerne in die Stadt. Können Sie mich vielleicht abholen? Wo stehst denn du? Also auf der Cut 802, da ist eine Bushaltestelle. Ich mal ha, klasse, also bis gleich, jo. Gute. Bis gleich, ciao, ciao. 1 hour later. Hi, gute. Sind Sie das Taxiunternehmen? Ja, richtig. Ach, super. Machst du mir die Tür auf? Ja, Tür ist offen. Tür ist offen, ja. Die klemmt aber. Ah, so, jetzt hab ich's. Ah, genau. Bin ich fetzig, hilft immer, wa? Super. Wo darfst du denn in der Stadt? Können Sie mich vielleicht einfach erstmal unter die Leute bringen? Ich misch mich da ein und dann, ich find schon irgendwie. So, und machen wir erstmal Schwatz, das kennen Sie ja als Taxifahrer, wa? Also, ich hab eigentlich hier einen Roller gekauft. Also, ich würde ihn ja mir holen, aber ich weiß nicht, der hat gesagt, ich will in der Garage. Ich finde die Garage nicht. Die Garage, ja, warte, die Garage, das ist der Herr mit der Warnweste hier. Soll ich das erste Mal probieren vielleicht? Ja, frag den mal, was der so für dich hat gerade. Hi, gut wie? Ah, da ist er. Okay, ich probiere mich mal draufzusetzen. Warte mal. Ja! Super! Sehr schön. Du bist gut! Super, schönen Abend dir noch, ne? Dir auch, danke, auf bald! Alles klar, bis dann. Pass auf. Kerle, der geht richtig gut! Oh, scheiße! Ah, oi. Geht's dir gut, oder was? Soll ich jetzt einen Arzt rufen, oder nicht? Ich weiß nicht, also ein bisschen schwindelig ist mir, aber das könnte auch das Bier sein, ne? Ja, komm, dann setz dich da auf die Bank, ich hole den Arzt. Was? Oh, Scheiße! Okay, Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt. Hi, Jonas. Hi. Kümmer dich bitte um ihn. Ja, was ist er? Grüßen Sie sich. Ist das Eisspray oder was? Nicht schon wieder? Ja. So ein bisschen was in den Nacken hinein. So, das wird jetzt... Oh, Scheiße, ist das kalt. Ja. Ach, danke schön. Geht schon besser. Und was mache ich jetzt mit meinem Hobbit? Ja, ich guck mir das gleich mal an. Du kannst das gleich mal in die Werkstatt fahren. Achtung! So, ha! Repariert ist sie. Leistung kannst du mehr nicht machen. Optik hast du ja, wie ich das sehe, schon, ne? Ja, ist ganz wunderbar. Und dann kannst du theoretisch wieder draufsteigen. Geil, ich danke dir, mein Lieber. Weißt du, was ich dir noch sagen wollte? Ich komm mal rum. Du! Du bist Gude. Danke. Wir fahren nochmal dahin und wir versuchen jetzt einfach mal eine geilere Karre bzw. ein Moped zu kaufen. Pass auf, jetzt gehen wir her zu dem Atzen und gucken einfach mal, dass wir uns jetzt einfach mal random tryen. Guck mal, Red Bike 2000. So, zack. Wir fahren mal in die Stadt, würde ich sagen. Probieren wir es hier. Eclipse Medical Department. Wir gehen auch rennen, wenn wir die Telefonnummer nicht erkennen. Hey, gute Wie, ist der Patze? Ja, Name Patze. Ich wollte mal fragen, ich bin neu in der Stadt und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Gib ihm mal einen Tipp. Wir machen das mal vor Ort. Kommen Sie mal beim Postelcode 628 vorbei. Gut, ich komme vorbei. Und du bist der? Ich bin der Clinton. Der Clinton. Grüß dich, Clinton. Ich bin der Patze. Also, ich komme vorbei, ja? Hi, gute Wie, ich hätte mal ein Problem. Weiß einer von euch, wo der Clinton ist? Ja, hier, ja, Patze, Mensch, hier. Ich grüß dich. Ach, grüß dich. Schön, dass das so schnell geklappt hat. Ja, na klar. Sucht ihr eigentlich auch noch Praktikante? Warte mal ganz kurz. 02? Ja, komm mal bitte hier nach vorne. Lucy, Patze hier. Ja. Ganz feines Gärtchen aus Hessen. Hat auf der Leitstelle angerufen und würde gerne ein Praktikum hier bei uns machen. Also, ich kann nicht viel und davon noch mal die Hälfte, aber ich kann was. Du dich selber noch mal
von deiner besten Seite bei Lucy zeigen kannst, würde ich einfach sagen, du gehst mal mit ihr hier, weiß ich nicht, zum Café oder ins Büro und dann mach da nochmal so ein kleines Mitarbeitergesprächchen, wa? Ja, lass es uns quatschen, gerne. Pass auf, ich mache euch beiden ein Angebot. Dir, Lucy, mache ich das Angebot. Ich lege meine Hand für ihn ins Feuer. Wenn er Scheiße baut, schmeiß ich ihn persönlich raus. Hatze, ja. Dir verspreche ich, wenn du Scheiße baust, schmeiß ich dich nicht nur raus, dann rufe ich beim Gewerbeamt an und sage, dass wenn ein Patze kommt und hier was haben möchte, kriegt er gar nichts. Das, klingt gut. Ja gut, dann würde ich sagen, wann kann ich anfangen? Genau, ab morgen. Ab morgen. Muss ich euch was unterschreiben oder geht's jetzt einfach los? Gut, dann zum Abschied würde ich sagen, ich mache jetzt keine Krawatte, ich mache eine Fliege. Alles klar. Dankeschön. Ach du Scheiße, ich bin Rettungswagenfahrer, ich kack mich ein. Oh, hallo. Hi, gute Wege, grüß euch. Hi, gute. Bist du in Hesse oder was? Ah, jo. Quatsch mich nicht voll, wirklich jetzt. Ei, natürlich, ich bin aus Frankfurt hingereist. Ja, ich auch. Was? Ja, Kerle, klar. Oh, sei, oi. Tut mir leid, ich hatte so. Das gibt's direkt. Ja, warte, ich hab ja jetzt. Warte, entspann dich. Ja, kannst du noch gut atmen? Warte. Stabile Seitenlage, leg dich mal auf den Boden. Stabile Seitenlage, wir üben jetzt. So, ist es stabil genug? So ist gut. Jetzt den Kopf überstrecken. Ja, da muss mal einer gegen den Kopf rennen. Okay, warte. Da ist er überstreckt. Und wenn du jetzt aufstehst, dann wird's dir wieder gut gehen. Pass auf. Simsalabim, Sabrina. Hopp. Na gut. Und wie ist? Okay. Ja, dann. Boah, ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Geil. Wie war noch immer dein Name? Ich bin der Hans-Peter. Hans-Peter, grüß dich. Ich bin der Patze. Patze, pack ey, Mann. Aber sag einfach Patzi zu mir. Hi, Patzi. Gute. Du, sag mal, was ist denn dein Moped hier? Mein Moped steht. Warte, steht mein Moped hier gerade? Nee, das steht da oben, weil ich habe eben Auto gekauft. Du hast Lust, eine kleine Ausfahrt zu machen. Können wir machen? Ich wollte so gern mal auf den Berg da hochfahren, auf den Höchsten. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Mir hat jemand gesagt, Mount Billiard oder so. Billiard? Ja, das ist fast. Ja, Mount Billiard passt. Gut, dann hol mal dein Bike her und dann fahren wir. Ja, ich nehme dich da mit, ne? Ich hab hier selbst eins, guck mal. Du hast ein Geländemotorrad. Ach du, der robbt da hoch, glaub mir. Das glaube ich. Ich sag ja auch immer, was nicht passt, wird passend gemacht, weißt du? Warte. Also. Ich sag dir eins, ne? Ich weiß nicht, ob ich da oben ankomme. Ich hab vielleicht das eine oder andere Linie zu viel gezogen. Oh, ja. Also, neulich bin ich auch in die Menge ran, hab gesagt, lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Abfahrt. Du fährst vor. Oh, der will hier wirklich. Du willst ja wirklich hier den Acker hochfliegen. Natürlich, sonst kommt du nicht hoch. Na jo. Ist das der Mount Billiard? Das geht auf den Mount Billiard, genau. Gut, dann alles weiter. So, warte mal hier. Warte mal. Achtung. Au. Ja, komm. Yeah. Au, Scheiße. Na gut. Auf einmal war ich weg. Yep. Gut Ding, mag Weile haben. Komm. Gut, jetzt läuft er. Ja, die Kupplung ist nicht mehr die beste. Oh, Scheiße. Einmal nicht hingeguckt. Ich hab's gleich, warte. Ja. Da sind wir, auf dem Mount Billiard. Erstmal ein Bier reinsaufen. Warte mal. Oh, leck ihr. Oh, sorry, ich hab's noch in Dusch. Das hab ich gebraucht. Krieg ich mal mit, ne? Ja, das klingt klasse. Also hochfahren ist ja lustig, ne? Ja. Und noch lustiger ist unerfahren, wenn du dir die zwei reingepfiff hast. Wodka, Eisbonbon-Mischung. Ja, klingt klasse, machen wir. Boah, schmeckt scheiße, riecht auch scheiße. Aber es glitzert. Oh, ich trinke ja gern mit der Nase, ne? Oh, lecker. Wow, ja, der knallt aber neu, du. Ich sage immer, doppelt hält besser. Oh. Mich hat's umgerissen. Ruf den Notarzt. Warte. Wen holen wir denn ans? Bitte nette Klinde. Direkt Job verloren. Was war's denn? Sag aber nicht, dass ich gesoffen habe. Ich hab bloß. Du bist über die Couch gestolpert. Ei, Gute, hier oben auf dem Chilliard, da ist einer über die Couch gestolpert. Ja, dem geht's gar nicht mehr so gut. Was passiert hier gerade? Ja, lülü. Wenn die uns beim Heli geholt kommen, dann können wir noch mal mit dem Fallschirm springen. Das wäre übel. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Fallschirm springen kann. Warte, ich hab dort auch mal was gelernt, so ein Erste-Hilfe-Kurs. Das so, warte, das Beinchen, das kommt. Da so ein Nippe. Ja,
Ja, das ist super. Und die Hand unter den Kopf und den Kopf nach hinten gerockt. Und wie war das? Besoffene Leute. Ich hab noch den Edding. Jetzt lieg ich hier. Da waren wir noch ein schönes Schnorres. Ich würde ja irgendwie, um dich nüchtern zu bekommen, wieder irgendwas anbieten, aber ich hab nur, warte mal, ich guck mal, was unterm Sitz noch so ist. Ich hätte noch eine Flasche, sogar zwei Flaschen Champagner dabei. Das klingt ja super, gib mir einen Schluck. Da kommen sie, glaube ich. Ja. Kennst du eine Waschsorte mit U? U, mit U, sagt mir nix. Aufschnitt. Aufschnitt! Oh. Hallihallo! Dem geht's nicht mehr ganz so gut. Hey, gute wie? Ich hab mir komplette Zeh aufgerissen, die große Augen. Das hört sich schmerzhaft an, ne? Oh. Ja, ne, ich leg schon mal einen schönen Verband drum. Das sieht schon mal ganz in Ordnung aus, ne? Aber ich glaube, da ist noch so kleine Hautfetzen, die muss ich noch mal abreißen, ne? Mach ab, mach ab! Au! Au! Ja, ja, ne? Und dann klebe ich jetzt noch immer schön Schlästerchen drauf, ne? Ja, sag mal, der Hans-Peter, mein Kumpel, der hat gesagt, wir können bei euch rausspringen im Fallschirm. Ja, kriegen wir bestimmt hin, ne? Boah, das wäre ein Traum. Ja, Hans-Peter, jo. Hat geklappt mit Hilfe springen. Boah, geil. Und wo kriege ich den Fallschirm? Ich will springen. Liegt im Heli. Im Heli, gut, gucken wir mal. Handy im Flugmodus, ne? Das könnte nämlich auch machen. Weil stimmt, da war ja was. Handy im Flugmodus. Gut, dann probieren wir es, oder? Abfahrt. Guten Flug! Hans-Peter, bist du da? Hans-Peter? Wo ist er denn? Hab die Nummer. Warte mal. Scheiße! Hans-Peter an. Nein, ist der offline. Achso, der ist noch im Flugmodus. Scheiße. Oh. Aufpassen. Steh auf. Bitte nicht. Bitte nicht. Ei, gute, Hans-Peter. Mich hat's komplett zerrissen. Alles scheiße. Und du lebst du noch? Bitte. Ah, bitte. Jo, mich hat's komplett zerrissen. Ich hab schwarz gesehen. Kannst du mir so ganz grob beschreiben, wo du da bist? Wenn du auf die Karte guckst, ist ein so ein schwarzer langer Weg, der da hochführt. Meinst du etwa den Tunnel? Ist das ein Tunnel? Keine Ahnung. Ich würde mal kurz hinlaufen und dann sag ich dir nochmal Bescheid, okay? Alles klar. So, bis gleich, Hans-Peter. Also, bis gleich. Tschö. Okay, scheiße, ich bin... Warte mal. Oh, nein! Hans-Peter, ich bin 2 Meter gelaufen und mich hat's wieder komplett zerrissen. Ist das ein Fluss, wo du bist? So, es ist ein Fluss, ja. Nee, ich fahr jetzt einfach mal dann den Fluss rauf. Machen wir so, alles klar. Hans-Peter, ich hab dich wirklich gern, aber seitdem ich dich kenne, bin ich schon 3-mal fast abgenibbelt. Scheiße. Es ist gar nicht so lustig, aber ich ist schon ganz schön lustig. Hans-Peter! Kalle, darf ich aufsteigen? Ei, klar. So, Abfahrt. Ah, super. Bring uns nach unten. Und gib schön Gas. Ich mag's, wenn's Gas gibt. Also, weißt du? Scheiße. Bremse. Oh nein, Hans-Peter, bitte nicht. Hans-Peter! Oh. Das war eine Mauer mit die Bremsen. Scheiße. Scheiße, Patzi. Geht's dir gut? Ja, einigermaßen den Umständen entsprechend, ne? Aber komm, ich komm rüber. So, ab zur Werkstatt. Bring mal mein Bike her. Ja, ich komm mit, Hans-Peter. Ich wollte gleich pennen gehen. Ah, wo musst du hin? Ich hab noch kein Zuhause. Also vielleicht nächtig ich einfach bei dir. Ich hab mir so ein Haus in der High Society besorgt. Ach, schau. Hast du da noch eine Couch für mich? Nein, natürlich. Warte, dann müssen wir aber auch in ein Auto fahren. Ja, machen wir. Ach, hier, Kerle. Schön. Wo war's? Noch ein zweiter, glaube ich. War das hier? Hier? Ja. Weißt du eigentlich, wo du wohnst? Nee, ich bin erst neu eingezogen. Wohne ich hier? Ja.
So, hier, kommst du denn? Kerle, schick hast du sie. Ja, ne? Kann ich da dann heute pennen oder was? Du kannst auch im Bett pennen, wenn du willst. Hast du zwei? Genau. Also, nicht zwei Bette hier, aber ich schlafe heute woanders. Ah, schau, der Hans-Peter. Ah ja, klar. Gut, Hans-Peter, die Glocke schlägt, ne? Ja, ich wünsche dir gute Nacht. Danke. Ja, wünsche dir bis deine Antenne. Ah, gute Nacht. Schlaf gut. Eigentlich schlaf besser. Hans-Peter, geil. Wir sind Patz und Hans-Peter, fahren mit Bobbelball GTA, haben Emblem in der Hand, gemeinsam ins Feuerland, weil wir Freunde sind, ja, die besten Freunde sind. Ja.